Hallo und willkommen zurück zu X2. So, wir sind jetzt in Erzgürtel angekommen. Oder wir waren schon in Erzgürtel und haben schon die ersten zwei, drei Asteroiden gescannt. So, und das werden wir jetzt mal fortführen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal die gesamte Folge nur Scans. So, und dazu werden wir... Oh Moment, was denn das für... Oh, Schilde 50.000. So, ja, wir werden die ganze Folge lang nur scannen. Und, womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir arbeiten uns wirklich von oben nach unten durch. Wir fangen mit dem... wie machen wir das? Fangen wir mit dem... Machen wir das so? So wäre es natürlich sehr systematisch, aber nicht unbedingt effektiv. Ach, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir fliegen zu dem. Asteroid. So, und dann... Ja, das ist ein bisschen blöd. Tor, Heimat des Lichts. So, wir fliegen jetzt einfach mal drauf los, fliegen zu dem. Tor, Heimat Wir des fliegen mal Lichts. in Richtung Nordtor und schauen mal, dass wir alle Asteroiden auf dem Weg dahin. Asteroid. Ja, den haben wir schon. Genau, den haben wir schon gescannt. So, dann fliegen wir weiter und schnappen uns. Den haben wir vermutlich auch schon gescannt. Ja, zumindest jetzt. Asteroid. So, dann den da unten. Argon Merkur. Hatten wir bestimmt auch schon. Asteroid. Na, Moment, man kann's natürlich auch Argon Koloss. Argon Asteroid. per... Asteroid. Man kann es natürlich auch so machen. Mit dem Mausrad kann ich hier... Argon Nova. Argon, 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 Asteroid. Kann ich die Ziele hier durchschalten? Terrakor, Asteroid. Allerdings, ja, Asteroid. das so gut funktioniert, weiß ich nicht so ganz genau. Terrakor, Argon, Argon, Asteroid. Naja, gut, fliegen wir mal in Richtung Norden. So, da werden wir dann ja ein paar andere Ziele genannt bekommen. Oh ja, wir sind ein bisschen nah an der Station. So, hier sind überall Asteroid. Asteroiden, man alles kennen kann. So, den unten zum Beispiel auch. Ja, das ist natürlich ein Asteroid. bisschen sehr klein, aber den könnte man ausbauen. Der wird dann einfach zu so einer Station. Asteroid. Asteroid. Den hatten wir Asteroid. gerade. So, dann bleiben wir mal ganz gut stehen. Aha. Asteroid. Ja, das ist der unter uns, den hatten wir gerade. Genau. Asteroid. Den hatten wir auch gerade. Asteroid. Asteroid. Es werden uns so die beiden angezeigt. Okay, dann fliegen wir mal da oben hin. Die müssen wir dann auch gleich kommen. Asteroid. Ah, okay, da haben wir dann noch einen. Piratenschiff Tor, Heimat So, und Asteroid. ich kann schon sagen, wer keine Lust hat, sich das hier anzuschauen, dass wir hier einfach Asteroid. nur Asteroiden scannen, Tor, Heimat Asteroid. der kann das Video gleich überspringen und zum nächsten übergehen. Asteroid. Ich werde da direkt das nächste, ja, vermutlich das Asteroid. nachfolgende hinterher schicken. Also das wird jetzt wirklich länger dauern. Und wer da keine Lust drauf hat, dann muss ich das ja nicht angucken. Asteroid. Ja, hier wird also nicht viel passieren. Ich werde hier wirklich nur die Asteroiden scannen. Asteroid. Mehr wird hier nicht passieren. In dieser Folge. Wirklich nur in dieser Folge. Nur Asteroiden scannen. Jo. Asteroid. Also ist natürlich hier das, was wir jetzt machen, durch Asteroiden fliegen, ist natürlich, durch Asteroiden,
durch so einen Nebel fliegen, ist natürlich sehr gefährlich dann. Asteroid. Weil hier überall Asteroiden Asteroid. sein können. Asteroid. So, wir müssen jeden einzelnen Asteroiden wirklich so anklicken und auf die Info klicken, Asteroid. Asteroid. damit wir die auch bekommen. Asteroid. So, hinzu kommt natürlich noch, dass wenn wir da durchfliegen, wir unsere Position ständig ändern. Asteroid. Dementsprechend auch nicht mehr genau wissen, welchen haben wir jetzt schon. So, die da haben wir auf jeden Fall noch nicht. Ganz schön groß. Ganz schön bedrohlich. Asteroid. Asteroid. Ah. Sind gleich eine ganze Reihe an Asteroiden. Asteroid. Ist das immer der gleiche? Weiß man ja Asteroid. nicht genau. Asteroid. So, den hatten Asteroid. wir auf jeden Fall, den gerade rechts von uns. Asteroid. 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 Ja, okay, die haben wir jetzt. Dann nehmen wir uns mal den nach vorne vor. Asteroid. Und den da hinten auch nochmal, der dahinter irgendwo ist. Den meine ich, glaube ich. Ja. Asteroid. Und so, das ist ein bisschen gefährlich hier. Das ist sehr gefährlich. Asteroid. So, und ja, ich würde mal sagen, den hatten wir noch nicht, oder? Asteroid. Naja. Piratenschiff. Asteroid. So, hatten wir den schon? Asteroid. Ja, hier sind jetzt einige. Asteroid. Also Asteroid. die Piratenschiffe kommen auf jeden Fall nicht näher. Das ist schon mal wichtig. So, hier können wir. Sind wir jetzt gerade? Ach, wir sind. Wo sind wir? Sind wir etwa. Ach, wir sind hinterm Nordtor. Kann das sein? Ich glaube, wir sind hinterm Nordtor. Ja, wir sind ganz oben. Der grüne Strich zeigt noch, also der grüne Discoverer-Strich zeigt nach oben. Ja gut, dann sollten wir uns vielleicht mal wieder Richtung Süden begeben. Also, einige haben wir ja hier erkundet. Es scheint so zu sein, als wäre die Höchstausbeute an Erz 25. Naja, vielleicht gibt es aber doch noch ein bisschen mehr. Ja, gut. Gehen Asteroid. wir mal wieder ein bisschen in die andere Richtung. Obwohl, na, mal den da oben. Asteroid. Ja, wie fliegen wir mal wieder ein bisschen in Richtung Systeminneres? Hätten Sie noch ein paar Asteroiden, die können wir nochmal scannen. Die hatten wir noch nicht, denke ich. Asteroid. Ja, man sieht hier wirklich, also 25 scheint das Maximum zu sein. Asteroid. Maximum, was die hergeben. So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt zwei weitere Asteroiden mit 25 Erzausbeute. Nicht schlecht, da haben wir jetzt, glaube ich, drei oder noch mehr mit der Ausbeute. Ja, so. Asteroid. Ja, vielleicht nochmal anhalten und die Asteroid. Asteroiden scannen, die wir jetzt so zu Gesicht bekommen, wenn wir hier Asteroid. mit dem Mausrad durchscrollen, durch die Asteroid. Ziele. Piratenschiff. Piratenschiff. Asteroid. So, hat man den gerade schon? Decken wir uns mal. 8,16 ist er weg. Asteroid.
Ja, ich glaube, die hatten wir jetzt gerade schon. Asteroid. Naja, ist ja auch egal. Piratenschiff. Asteroid. Ja, okay, dann hatten wir die. Und wir können weiter. Ich würde mal sagen, da oben in die Richtung, da sind noch so ein paar. Ein paar Asteroiden. Gut. Ja, einfach mal los. Asteroid. So, okay. Asteroid. Asteroid. Na, vielleicht durchfliegen ist auch keine schlechte Idee. Asteroid. Durchfliegen und ständig weiter scrollen hier. Asteroid. Mit dem Mausrad. Wenn ich mich jetzt wiederhole, aber. Asteroid. So. Vor allem auch wenn ich die Scans jetzt wiederhole, ist ja dann auch egal. Asteroid. Ja, was soll's denn? Asteroid. Irgendwann kommt da schon mal der ein oder andere neue dazu. Asteroid. Asteroid. Okay. Asteroid. Asteroid. Ja, es ist wirklich noch ein bisschen Handarbeit, was man hier machen muss. Asteroid. Und man sieht da wirklich tatsächlich, es kommen ab und zu noch neue dazu. Asteroid. Immer wieder. Wahrscheinlich jetzt nicht die schlechteste Idee, die wir hier verfolgen. Asteroid. Schlechteste Variante ist es vermutlich nicht. Asteroid. So. Ob es die effektivste ist, wissen wir natürlich nicht. Asteroid. Asteroid. Auf jeden Fall sehen wir dabei noch ein bisschen was vom Sektor. Asteroid. So, 5 Erz ist natürlich ein bisschen wenig. Also, da lohnt sich das echt nicht. Kann man ein bisschen abschießen und Asteroid. So ernten. Asteroid. 8 sind auch nicht lohnenswert. Also nicht lohnend, lohnenswert. Gibt's sowas? Lohnend sind sie nicht. Asteroid. Asteroid. Naja, gut. Asteroid. Also zum Glück wollen wir ja nicht Asteroid. Ständig hier Asteroiden Asteroid. Abbauen und auch nicht mobil Asteroid. Abbauen. Das wäre wirklich diese Arbeit, die wir dann machen müssen. Wenn wir jetzt mobil unterwegs, Asteroid. Wenn wir unterwegs wären, na, ich klicke hier ständig daneben, wenn wir ständig unterwegs wären, Asteroid. um Erz oder Silizium von Asteroiden Asteroid. Abzubauen, würden wir genau das hier machen. Ständig rumfliegen und Asteroiden scannen. So, jetzt gibt es offenbar keine mehr. Gut. Da vorne gibt es immer noch ein paar. Eine ganze Reihe sogar. Fliegen wir mal da in die Richtung. Schau mal, wann der nächste wohl auftaucht. Also wir sehen da schon einen, aber in direkte Scanner-Reichweite. Asteroid. So wie der hier. Asteroid. Na, das war auch der gerade. Asteroid. Okay, ja, der ist ein bisschen kleiner. So, Asteroid. Der wieder größer. Asteroid. So, da siehst du. Oder seht ihr, da kommen noch ein paar. Wow, 64 Siliziumausbeute. Ja, das ist natürlich gut. Asteroid. Das ist immer das, was man bekommt für die gleiche Menge Asteroid. an Energiezellen, die man da aufwendet. Asteroid. Die hatten wir jetzt schon alle. Asteroid. Fliegen wir mal weiter in die Richtung geradeaus. Weiter hier. Asteroid. Das ist der mit 64. Asteroid. Mhm. Asteroid. Asteroid. Dann hast du wieder die gleichen. Asteroid. Ja, so, da kommt neuer. Asteroid. Asteroid. Dum-di-dum. Asteroid.
glaube, da wäre die NASA und auch die ESA, die wären da neidisch, wenn die so ein Asteroiden-Scan-Programm hätten wie wir. So ein effektives hier. Asteroid. Einen nach dem anderen zu scannen. Asteroid. So, jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie viel wir schon haben. Asteroid. Asteroid. So, dann fliegen wir mal geradeaus und nehmen uns da den nächsten vor. Asteroid. Gut. Argon Nova. Argon Merkur. Falsch. Argon Nova. Asteroid. Ja, Asteroiden wollen wir. Keine argonischen Schiffe. So, den da unten noch. Na, kriegen wir den noch? Tor, Wolkenbasis, ja. Südost. Tor, Wolkenbasis, Südost. Tor, Wolkenbasis, Südost. So, dann nehmen wir mal der Hand vor. Asteroid. Pirat, Asteroid. Gerade bei so kleineren muss man aufpassen, dass man da nicht reinfliegt. Weil die aussehen, als wenn es größere wären. Asteroid. Die dann natürlich noch ein bisschen weiter weg wären. Dann sind sie es aber gar nicht. Schon landet man in so einem Asteroiden. Argon Merkur. Ja, Moment. Das waren jetzt die Piraten, aber die sind alle noch bei 100%. Naja, dann müssen wir. Oh wow, wir haben gar keine Schilde. Gut, dass die uns nicht angreifen. Oder RAM oder sonst was. Aus Versehen. Asteroid. Könnte ja sein. Argon Merkur. Ja. So, hier den nach vorne noch. Ich glaube, rechts von uns waren auch noch ein paar. Asteroid. So, und oben, da war noch einer drüber. Den habe ich doch da gerade vorbeifliegen sehen, genau da oben. Asteroid. Und dann sieht man links schon den nächsten, der ist so halb im Schatten. Asteroid. Der taucht gar nicht erst richtig auf. Asteroid. Ja, den hatten wir ja gerade. Argon no. Argon. Asteroid. 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 Raketenfabrik. Wow, wow, wow. Alpha. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen zu knapp. Für meinen Geschmack. Na gut, wir fliegen ja auch mit 285 Sachen durch die Gegend. Asteroid. Kann auch nicht vergessen. So. Argon Merkur. Ja, jetzt bleiben wir einfach mal stehen. Schauen wir hier in den Sektor rein. Ja, ganz schön viele Asteroiden. So, die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Die ist äußerst schwierig sogar. Die Steuer ist invertiert, also verkehrt rum. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier schon alles gescannt haben. Ja, eine Reihe haben wir wohl doppelt gescannt, oder? Ja gut, das sind doch wirklich verdammt viele Asteroiden. Ja. Okay. Also 25 scheint das Maximum zu sein, das man aus Erzminen rausholen kann. Ja, ganz eindeutig. 25 ist das Maximum. Jetzt habe ich gerade 5 Klammer zu, habe ich gerade falsch gelesen. Da habe ich gerade fast gedacht 51. Aber naja. Sieht er, dass es nicht stimmt. So. Da oben ist 21. Schauen wir mal, wo die 25er Minen sind. Äh, 18, 18, 18, 5, 25. So, wo ist die? Die ist ganz oben. Außerhalb. Seht's? Ganz oben.
So, die nächste mit 25. Die ist auch ganz oben. Und die ist fast in der Mitte. Ah, nehmen wir doch die. Die sieht sehr gut aus. ASSN 65. Merken wir uns mal. Und die hier. Ah, die ist da oben. Und die hier. Auch ganz oben. Ja, okay. Dann wissen wir Bescheid. Wir fliegen Richtung Norden. Sagen dem Mammut Bescheid. Er möchte doch bitte zum Asteroiden ASSN 65 fliegen. Und dann da unsere Station absetzen. So, wenn wir jetzt natürlich in einen... Boah, sind das viele Piraten, die da vorne auftauchen. Na gut, so. Mammut. Können wir den kontaktieren? Sie sprechen mit dem Automat. Ja, sehr gut. Hier spricht der Kapitän. Kann ich Ihnen helfen? Klar, folgen Sie mir. Okay. So, jetzt kommt er erstmal zu uns. So, und dann schauen wir jetzt nochmal nach. War es wirklich ASSN 65? Es war doch, doch, ich glaube schon. ASSN. ASSN, Moment, wo war der? Noch ein Stück. Das ist 67. 65. ASSN 65, ja. Okay, also. Argon Mammut. Kommen Piratenschiffe näher? Nicht so ganz. Sie sprechen mit dem Automat. Hier Kapitän. spricht der Kapitän. Kann ich Ihnen helfen? Frag bitte hier abwerfen. Erzmine. Auf. Jetzt können wir dafür auswählen, wo der die absetzen soll. Und wir gehen zu ASSN 65. 66, 65, ASSN 65. Na, da ist er noch nicht nah genug für. Nee, dann soll er uns erstmal weiterhin folgen. Gehen wir in den Sinza. Wir sehen uns die Piraten da, dass die sich da bei uns in der Nähe rumtreiben. Sehen wir unten rechts auf dem Scanner. Die kommen zwar nicht wirklich näher. Entfernen sich aber auch nicht so richtig. Naja. Ja, die ziehen ein bisschen ab. So, da kommt das Schiff auf jeden Fall schon mal näher. Und jetzt können wir dem doch mal sagen, machen wir den Schiffe Mammut. Sie sprechen mit dem Ja. Auto. Hier spricht der Kapitän. Kann Werfen ich Sie Ihnen meine helfen? Fracht hier ab. Erzmine bitte auf ASSN 65. Da haben wir sie. So, jetzt in seiner Reichweite. Die Reichweite ist das gelbe Viereck. Alles okay, wir laden jetzt hier ab. So, dann können wir jetzt mal Melden Sie zuschauen. sich, wenn Sie uns wieder benötigen. Machen wir. Jetzt geht's. Jetzt wird gebaut. So, dann schauen wir mal, was hat er denn gebaut? Unsere Erzmine. Erzmine. So, da fliegen wir doch mal hin. Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Sieh an, landen wir erstmal. Inspizieren die. Müsste dann auch unser Logo irgendwo zu sehen sein. Undock-Vorgang erfolgreich. So, Willkommen ganz. zu Hause an Bord. Ja, danke. Ganz vorsichtig hier reinfliegen. Nichts kaputt machen. Man sieht da im Hintergrund den Bohrer, der sich hier durch den Asteroiden
kämpft. Sehr gut. Hammer gedreht. So. Oh, war ganz schön groß hier. Von innen. Eine Menge Platz für Schiffe. In der Mitte der, ja, so ein Dockring. Nein, kein Dockring, aber so ein Stationsring. Da kann man bestimmt, Handel treiben. Da kann man wohnen. Und Schmuggelware einladen. Ja, oder auch nicht. Ich denke mal eher nicht. Also wir können da keine, ich denke mal, wir können da keine anderen Waren einladen. Als die, die wir benötigen. So. Wird gespeichert und zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Jetzt können wir hier die Stationsdetails ändern. Jetzt können wir hier ja, Waren erstmal aufladen und dann können wir hier die Preise festlegen. Hier können wir einstellen, für welchen Preis das Erz verkauft werden soll und wir können hier unten einstellen, für wie viel Geld wir das die Energiezellen einkaufen. Wenn jetzt andere Transportschiffe kommen, kaufen wir den Energiezellen für den Preis ab. Und hier können wir einstellen, wie viel Sprünge, wie viel Raumtorsprünge unsere Schiffe machen dürfen, um Waren einzukaufen oder zu verkaufen, die zu dieser Station gehören. Und hier können wir einstellen, dass natürlich dann auch andere Völker, also Boronen und Teladi und so weiter, dass die hier einkaufen dürfen. Ja, dürfen sie. Okay, dann können wir der Station jetzt noch ein paar Credits zur Verfügung stellen. Das machen wir erstmal noch nicht. Wir müssen der Station erstmal ein Schiff zur Verfügung stellen. Und da würde ich sagen, lassen wir erstmal unseren, ja, lassen wir unseren Transporter kommen oder holen wir den selbst ab? Naja, wir holen den selbst ab, würde ich mal machen. Meinen. Das war nicht so lange warten. So, ein schwarzes Brett gibt es hier natürlich nicht, weil wir diejenigen wären, die Aufträge erteilen müssten. Und wir sind ja nicht die Auftragerteiler, sondern die Auftragannehmer. Okay, gut, dann haben wir es jetzt geschafft. Wir haben eine ganze Folge lang gescannt und unsere Station errichtet. Gut, dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.